Ich kenne deine Werke, Vers 8. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt, meinen Namen nicht verleugnet. Ich will dir was sagen. Unterschätze nicht, was Gott in deinem Leben tun kann, wenn du ihm dienst. Jesus sagte zu der Gemeinde, hey, ich kenne deine Werke. Ich erkenne das an, was ihr tut. Jesus respektiert die Werke, die wir als Gemeinde tun. Das ist nicht eine großartige Zusage. Jesus respektiert das. Ich kenne deine Werke. Und was ist die Folge davon? Wozu führt das, wenn wir Werke für den Herrn tun? Jesus erkennt das an und er würde uns eine geöffnete Tür geben. Siehe, ich habe dir vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft. Unterschätze es nicht, was Gott tun kann in deinem Leben. Unterschätze es nicht, was Gott tun kann für unsere Gemeinde, wenn wir auch nur mit der kleinen Kraft, die wir haben, Gott dienen. Dann sagt Jesus, ich kenne deine Werke. Sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Und niemand kann sie schließen. Nicht wegen unserer großen Kraft. Jesus sagt, denn du hast eine kleine Kraft. Und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Hey, wenn wir durchhalten, angesichts von Versuchung, angesichts von Widerstand aus der Welt, angesichts von Trübsal und Drangsal, wenn wir durchhalten, sein Wort bewahren, seinen Namen nicht verleugnen und die Werke weiterhin tun, dann sagt Jesus, ich kenne deine Werke. Ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben. Niemand kann sie schließen. Wir können Großartiges erreichen mit einer kleinen Kraft. Unterschätze nicht, was Gott tun kann, wenn du ihm dienst.